So Leute, ich bin jetzt auf der Baustelle, wie man unschwer erkennen kann, bei der Treppe, weil ich das Treppenhaus, ne, wo ich jetzt hier gerade bin, einmal komplett schick machen will. Das heißt komplett, nicht ganz, also nur halt weitermachen möchte. Und ich bin jetzt gerade dabei, hier die Nummern zu die Streben zu beschriften. Sprich einmal längs mit Kreppband und dann eine Zahl drauf, damit wir die wieder zuordnen können, weil das ist sonst ein ganz schönes Gefriemel, das wiederzufinden, wo was reingehört. Und dann baue ich gleich das Geländer ab, damit ich im Prinzip hier die Wand zu Ende, ne, wo ist mein Finger? Da. Um hier die Wand zu Ende zu machen zu können, sprich einmal auch nochmal den Rest spachteln. Hier unten ist noch alles, was in dem Geländer ist, noch nicht gemacht. Und natürlich auch zu streichen. So, ich habe jetzt hier gespachtelt. Man sieht, es frisst richtig. Also da sind schon wieder Stellen. Die müssen jetzt beim zweiten Mal spachteln weggemacht werden. Ich habe hier oben die Fenster, den Rahmen einmal gespachtelt. Da muss ich auch natürlich noch ein zweites Mal lang. Natürlich ist jetzt hier auch das Geländer weg. Ja, und jetzt muss ich Spaß noch einmal trocknen und sprich, ich mache für heute erstmal Feierabend und mache dann morgen Abend weiter. So, hallo Leute. Heute ist der dritte Tag, wo ich alleine bin. Gestern habe ich nicht gefilmt, weil ich auch nicht viel gemacht habe. Einfach weil ich ja morgens bzw. den ganzen Tag arbeite und nur noch abends hier drin bin. Aber man sieht schon so ein bisschen, ich habe den Rest weiß gemalt, sogar das Fenster ist jetzt weiß gemalt. Hier habe ich nochmal den Vorhang vorgehangen, weil ich jetzt hier gerade am Aufräumen bin. Sprich, alles einmal durchfegen gleich. Vorher einmal mit dem Bodenkratzer einmal die Unebenheiten wegmachen. Und dann will ich die Balken noch zu Ende streichen, also anfangen zu streichen. Geschliffen sind sie ja schon, die müssen nur noch gestrichen werden. Und wenn diese gestrichen sind, habe ich hier schon vorbereitet, liegt die Trittschalldämmung, diesmal als Puzzle sozusagen, nicht als Rolle, einfach weil das Verlegen leichter ist und ich keine Lust habe, mich wieder mit den anderen Kram abzuquälen, weil der immer, wenn man ihn aufrollt im Prinzip, beziehungsweise abrollt, sich wieder aufrollt. Und auch selbst wenn man das schneidet, das rollt sich die ganze Zeit auf, das ist nervig. Dementsprechend habe ich gesagt, mache ich das jetzt mit anderen Trittschall, ist aber genauso dick wie die Rolle, deswegen macht das keinen Unterschied. Ja, genau, also ich räume jetzt hier noch den Rest auf. Ne? Also hier den ganzen Bereich noch einmal zu Ende, einmal durchfegen, eventuell hier auch nochmal Badezimmer, weil hier müsste ja dann auch noch, ja, mit der Innenkamera ein bisschen schwer, der Rest an KG-Rohren rein. Ja, da. Der liegt auch schon hier. Das wäre jetzt der Bereich, der jetzt hier oben noch reinkommt. Und dann halt, wie gesagt, der Rest noch nach unten anschließen. Also das ist noch viel, viel Arbeit. Ich will jetzt aber erstmal den Raum hier fertig machen. Und wenn ich soweit bin, dann melde ich mich. So Leute, jetzt sind wir soweit, dass ich sagen kann, alles ist schick weiß gestrichen. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Die Balken sind alle schick in Mahagoni gestrichen. Sieht man richtig, wie der Balken hier durchgeht durch die Wand. Nee, aber sieht, denke ich mal, einigermaßen schick aus, dass ich jetzt anfangen kann, hier in dem Raum Trittschalldämmung zu legen. Damit fange ich jetzt an. So, aber ich mache jetzt erstmal Feierabend für heute. Macht das erstmal nicht mehr weiter, wir haben es jetzt auch schon knapp 10 Uhr. Sprich, ich mache das morgen Abend, nachdem ich wieder da bin. Und dann denke ich mal, werde ich den Raum hier auch fertig legen. Ist ja im Prinzip nur das eine Ende hier vorne und der Bereich hier. Genau, und dann haben wir im Prinzip den dritten Raum, nee, den vierten Raum mit Laminat verlegt und das Obergeschoss fast fertig. Dann fehlt eigentlich nur noch das Badezimmer. Gästezimmer lassen wir erstmal aus, das ist ja noch nicht so wild, aber erstmal das Badezimmer dann noch. Und dann sind wir fertig mit den ersten Räumen. So Leute, es ist ein neuer Tag. Heute ist Sonntag. Ich war heute, ja, den ganzen Tag wieder unterwegs und bin jetzt heute Abend wieder auf der Baustelle. Ich habe auch schon ein bisschen weitergemacht. Also ihr seht, ich habe den Laminat angefangen zu legen. Also hatte ich ja gestern schon angefangen, heute habe ich weitergemacht. Beziehungsweise bin jetzt auch noch dabei. Es ist ja noch relativ
früh, also wir haben es 8 Uhr abends, also 20 Uhr. Hier muss jetzt im Prinzip der vordere, also das ist jetzt ja dieser eine Bereich, der eine halbe hohen Wand ist. Und dann geht das hier noch weiter. Ihr seht, jetzt sind die Balken auch trocken. Sehen auch so weit eigentlich dann schick aus. Sieht man jetzt nicht so schön bei dem Licht. Naja. Genau. Aber ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus, gerade mit der halbhohen Wand, wo die jetzt schön weiß gestrichen ist. Ja, ich bin gespannt. So, Leute, ich bin wieder auf der Baustelle. Bin auch schon weitergekommen. Zeige ich euch gleich nochmal genau. Ja, bin wieder am Laminat legen, den Rest jetzt zu Ende. Genau, und jetzt bin ich hier noch am letzten Stück bei. Hier ist es auch immer so ein bisschen friedlich, weil hier muss ich halt dieses T-Stück einarbeiten. Und ich weiß nicht, wer das war ich, war der hier den Laminat gelegt hat. Ich war das ein bisschen krumm, aber das sollte ich alles verdeckt kriegen. Nur falls ein bisschen Acryl mit rein, nachher, wenn der Laminat sich bewegt hat. Wenn nicht Acryl, Silikon, denkt man, das sollte gehen. Denn das T-Stück hier ging. Aber da spreche ich nochmal ab, inwiefern das möglich ist, wenn das T-Stück schon drin ist. Und dann haben wir die Seite auch fertig zum Schlafzimmer. Sprich, wenn man aus dem Schlafzimmer guckt und in die Richtung guckt, sieht das schon einigermaßen fertig aus hier. Und sich so ein bisschen so. Genau. Als nächstes will ich dann auch im Kleiderschrank gehen, nochmal nachstreichen, weil das ist ja nur einmal grundiert. Weil wir sagen, gut, Kleiderschrank, der muss jetzt nicht wunderhübsch sein, aber einmal nachgestrichen wird der von mir. Eventuell auch nochmal die Balken angemalt. Denke, das werde ich auch nochmal machen, dass es nicht so dreckig ist hier drin. Und dann wird der auch aufgeräumt, der Raum, Laminat gelegt und dann habe ich mir überlegt, hier Regalbretter reinzumachen. Genau, und was ich mir noch vorgenommen habe, ich habe mir heute bei meinem Vater im Betrieb, wir sind ja ein Baustoffhandel mit bei, wie nennt sich das ein? Kann ich jetzt, ich weiß gerade den Namen nicht. Also keine Bohle, sondern eine Flachbrett irgendwas gekauft. In 3 Meter Länge. Die wird natürlich noch zugeschnitten. Von der Breite bleibt die so, dass sie ein klein bisschen übersteht. Nämlich die kommt hier oben rauf, damit das auch mal schön ist. Die wird dann natürlich noch passend zugeschnitten. Und dann wird die hier oben auf die halbhohe Wand kommen. Ich denke mal, das werde ich heute Abend noch schaffen. Bin mal gespannt. Also ich denke mal, ich werde die aber auch nur rauflegen, weil da muss ich gucken, ob ich die schraube oder doch leime. Leim ist natürlich schöner, aber sie ist ein bisschen ja so ein bisschen gebogen. Also wenn man sich das längs anguckt, geht die ein bisschen krumm. Sieht man ganz schlecht. Aber in echt ist das relativ doll, dass man das natürlich auch wegkriegt. Ja, und dann ist der Flur oben soweit fertig. Klar, es fehlen noch Fußleisten. Aber da, wie gesagt, wie in allen anderen Räumen, müssen wir noch welche machen, weil wir die selber machen, weil uns normale Fußleisten einfach zu teuer sind. Wir sehen das nicht ein, für ein Stück Holz den Meter viele von Euros zu bezahlen. Das ist uns dann ein bisschen zu doll. Dementsprechend machen wir uns da selber welche. So, wie ihr seht, ich habe den Raum fertig. Einmal hier fehlt natürlich noch ein kleines Stück, aber habe ich alles vorbereitet für. Aber da habe ich dann auch irgendwann keine Lust mehr zu. Hier natürlich auch noch der Rest mit der Türabgrenzung, genauso wie hier. Hier ist er schon fertig. Hier muss nachher noch die Schiene rein. Und ich habe hier oben jetzt auf der halbhohen Wand das Brett hingebaut. Ich finde, das ist schick geworden. Ein paar kleine Ecken muss ich dann noch ein bisschen nacharbeiten, wie zum Beispiel die ganz, ganz kleine da links. Da muss ich erstmal noch abschleifen, dass das richtig passt. Und
Sonst finde ich das aber schon schick geworden. Wie gesagt, sonst bin ich soweit fertig. Und jetzt sind eigentlich alle drei Räume, die schon fertig sind, miteinander verbunden im Obergeschoss. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Flur unten. Die Küche ist ja schon da und das Badezimmer. Und dann haben wir alles, um hier hin und her und wohnen zu können. So Leute, wir haben einen neuen Tag und wie ihr hinter mir seht, habe ich hier Schalung an die Wand gemacht. Im Prinzip ist das jetzt ja ein eingekerkerter Rahmen, sag ich mal, wo ich heute Abend noch Regips dran machen möchte, beziehungsweise jetzt gleich. Genau, Maggie kommt übrigens auch bald wieder, also die sind aus dem Urlaub wieder zurück. Außerdem seht ihr, ich habe komplett aufgeräumt, also es liegt hier nichts mehr rum, bis auf das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Sprich, wir haben hier sehr, sehr viel Platz, sieht relativ ordentlich aus, um halt ordentlich arbeiten zu können und weitermachen zu können. Dann habe ich hier genauso einmal aufgeräumt unter der Treppe. Das Treppengeländer habe ich ja abgemacht, das wisst ihr ja. Das liegt oben. Oben habe ich aber nichts großartig Neues gemacht seit dem letzten Mal. Also der Laminat liegt halt. Ich habe nur, das kann ich euch noch zeigen, einmal da vorne eine Fußleiste, ein Übergangsprofil gemacht. Das sozusagen einfach der Spalt, der da sonst wäre, verschwindet. Ja, und auch hier habe ich aufgeräumt. Also heute war ich den ganzen Tag am Aufräumen von mittags an, nachdem ich dann noch Sachen eingekauft hatte. Ja, es ist einfach krass, was da an Müll und Schotter und alles zusammenkommt. Das habe ich aber jetzt aufgeräumt und wie gesagt, ich mache jetzt hinten die Wand und nehme euch dabei noch ein bisschen mit. So Leute, das ist jetzt die Wand. Ich habe jetzt nochmal zwei Regisplatten festgemacht, an der Seite alles abgelenkt. Wird jetzt halt hier weitergehen, um die Ecke dann, dass man den Raum, kann ich euch ja mal komplett zeigen. So wird der Raum ja dann aussehen da hinten. Also hier und hier noch Regips. Kann man sich, denke ich, mal gut vorstellen. Und ja, dann, wenn ich das habe, ist das Wohnzimmer soweit auch schon bald fertig. Dann fehlt nur noch diese Wand. Wenn ich diese Wand fertig habe, kann ich das letzte Stück da links machen. Genauso wie hier die Wand auch, weil dann ist im Prinzip der Bereich komplett fertig zu kriegen. Und dann ist das Wohnzimmer auch schon soweit fertig mit Regis beschlagen. Also das geht langsam richtig gut voran.